ist kaputt. Ach, guck mal. Igitt. Da guckt man auch lieber nicht. Aber immerhin kann man da durch. Machen wir es erstmal so. Hier ist Munition für das Teil. Okay, da sieht man schon, wozu uns der kleine Schacht hier führt. Aber das Geräusch der Headcrabs ist schon zu hören. Hier, kommt näher. Kommt näher! Damit ich euch töten kann. Mit einem Stuhl. So, Tür auf. Nein. Ganz böse. Hier. Na, ein Auto für dich. So. Und tschüss. Aber da ist noch einer. Haha, wollte er gerade selber schmeißen. Ah, da ist ein schneller, schneller, schneller. Nein. Schrot. Wo ist ein Schrot? Da ist Schrot. Geh doch nicht. Batz. Meine Fresse. Ach, wir können ja einfach reinsteigen. Haha. So. Das war's. Der war's auch. So, cooler ist allerdings, wenn man die Autos hier einfach auf die anderen draufschmeißt. Ne, so mit der Gravity Gun ein bisschen rumschubst. Aber dafür bin ich gerade nicht cool genug. Dann machen wir es so. Ja, so, ne, im Vorbeigehen. Ach, nö. Ja. Muss nachladen. Machen wir es so. Lag hier nicht noch was? Ach, verdammt. Komm her. So, ausgehört. Du auch. Drecksvieh. Meine Fresse. Können aber auch nerven. Sonst ist es hoffentlich ruhig hier. Ich glaube, der steht nicht mehr auf. Dafür hat er ein paar Beine zu wenig. Ja, toll. Wir sollen hier aber trotzdem noch mit dem Auto durch. Müssen wir erstmal aufräumen hier. Immerhin sind wir nicht ganz unbeholfen. Auch wenn es manchmal so aussieht. Wir haben hier unsere tolle Gravity Gun, noch unser Gravitron. Mit dem wir das hier ein bisschen aufräumen können. Zwar können wir die Dinger nicht hochheben, das wäre noch viel cooler. Aber immerhin können wir die ein bisschen, ach guck mal, ein bisschen stapeln. Der Reifen muss natürlich auch weg. Der wird uns hier natürlich aufhalten. Das soll ja nicht alles an so einem alten Winterreifen hier scheitern. Das wäre ja albern. Das geht ja nicht. Das könnte uns die Menschheit niemals verzeihen, wenn der in Rettung an so einem Stück Gummi hängen würde. Immerhin hier frische Luft. Da geht's runter ins Wasser. Wollen wir gar nicht hin. Schon wieder was im Weg. Da bremse ich doch spontan mal. So viele Kisten. So viele kaputte Kisten. Ach, guck mal, das ist ein Strand. Sehe ich da Kisten? Oh ja. Da kommen wir aber gleich runter. Ich werde nicht einfach mich die Klippe hinunterstürzen. Das sieht nicht aus. Hier führt die Straße weit. Wir müssen dir nur folgen. Wir müssen da nicht draufbleiben. Das ist ein Unterschied. Aber hier ist ein Haus. Und ein Schiff. Und Musik und Combines. Oder Combine. Ach, guck mal, ein anderer hat es auch schon dahin gerafft. Ein paar kleine Grabsteine, obwohl hier in der Gegend ist ja nichts, ne? Kein Friedhof, kein gar nichts. Ich hoffe, hier sind nicht noch mehr von den Leuten. Ich habe die Befürchtung, wenn hier schon so ein Auto steht, das sieht so ein bisschen nach einem Stützpunkt aus.
Ich guck mal eben kurz, wo wir denn unten an den Strand kommen. Der führt hier einmal ganz rum. Wahrscheinlich können wir hier einfach runterspringen und dann, ich will ja auch wieder hochkommen dann. Wahrscheinlich müssen wir da ganz außen rumfahren. Machen wir gleich. Erstmal gucke ich mir das Haus hier genauer an. Also nicht von außen, sondern von innen. So, wo es hier zum Beispiel reingeht. Hallo? Machen wir es so. Wir können natürlich auch hier ganz cool, zack, aus der Entfernung es einsammeln. Aber so cool sind wir ja nicht. Wir nehmen lieber ein paar Töpfe mit. Wo können wir mal dem Kollegen oder falls sie welche sind, einen Topf an den Kopf schmeißen. Aber hier ist ja keiner. Warum ist hier keiner? Hallo? Hallo, liebe Combine? Warum seid ihr hier nicht? Manu. Okay, okay, okay. Haha. Haha. Machen wir es so. Die bösen Viecher sind nicht wirklich böse, nur wenn die jetzt einem zu nahe kommen. So wie jetzt. Deswegen, na, schnell entsorgen. Eieieiei. Kommen die einfach hier, die, runter. Von da oben. Ah, der Bogen. Ich meine die Armbrust. Ach, eine schöne Aussicht. Schönes Schiffchen hier einmal so. Na, kaputt. Alles kaputt. Hier ist alles kaputt. Kann man hier durch? Ach, cool. Aber da unten... Ah, könnte man da hin? Sind wir im Erdgeschoss? Nein, sind wir nicht. Manno. Halt doch mal die Schnauze, liebe Teile. Wo kommen wir denn da hin? Ach, die Tür. Na, ich muss raus. Oder an die Seite. Na, mach die auf. Ach, schade. Dachte schon. Ach genau, es war hier, ne? Oh, Manno. Ah, die Teile, also die sind nicht unbedingt böse. Also, ja schon, aber die sind in erster Linie nervig. Wo ist denn der Wagen? Achso. Ja. Kleiner Grafikfehler. Okay. Dann ist hier, glaube ich, nichts mehr zu holen. Ich dachte schon, eigentlich müsste hier... Naja, wenn sie nicht wollen, dann nicht. Fahren wir eben weiter. Obwohl wir können... Ja, genau. Wir können hier nochmal ein bisschen durch die Gegend schubsen. Na. Einmal umparken. Yay. Und... Hep. Ja, okay. Ja, haben wir gar nichts von. Ach, guck mal, da hinten können wir da hoch. Ah, guck mal. Schön. Ich will da noch einmal da hinten durchfahren. Und irgendwie spinnt der Rechner gerade ein bisschen. Der ruckelt zwischendurch. Oder zuppelt mal. Au. Toll gemacht. Oh, guck mal, ein Wagen, der Combine. Ich nehme den ganzen Weg zurück. Zum Glück haben wir ein Auto, was ordentlich heizen kann. Ah, da ist noch so... Ah, verdammt. Wo waren denn hier die Kisten? Hier kommen wir auch hoch. Hallo? Hier waren die ganz... Meine Güte. Brems. Aber dieses andere Ding, das ist aber... Toll, was haben wir hier von? Ein einsamer Mann. Oder Mensch. Mit seinem Boot. Ja, schade. Ich dachte, hier wäre noch ein bisschen mehr. Irgendwas, dass sich das auch lohnt. Aber nö. Ach, egal. Dann haben wir halt einen kleinen Ausflug gemacht. Fahren wir gleich nochmal an dem anderen Ding vorbei. Ja. Nö, wir fahren einfach hier schon mal hoch. Und tap. Ach, schön. Hätten wir da eben auch schon runterfahren können. Aber ist ja egal. Und wieder auf die Straße, auf den Highway.
müssen nur schauen, dass wir hier nicht runterfallen. Ach, Widerstand. Ach, nö. Ach, guck mal. Nicht gut. Machen wir es so. Der weg. Granate. Ne, das dazu. Man kann die Granaten nehmen und denen entgegenschmeißen. Haha, aber... So. Man sollte damit auch vorsichtig sein. Das war das Falsche. Ich wollte das mal probieren. Ich mache das ja auch nicht so oft. Aber hier, diese blöden Teile, die hätten uns aus der Luft, aus der Bahn geworfen. Ja, wir haben dem erfolgreich ausgewichen. Ah. Ist da auch noch einer. Komm! Komm, Bein! Noch so eine Rampe. Ach. Guck mal. Hallo, ich will nicht überfahren. Ach so. Also ich wäre direkt ins Haus wieder reingegangen, wenn da jemand auf mich zufährt mit dem Auto. Aber egal. Hier ist so eine Station eingerechnet. Das sieht alles ein bisschen sehr metallisch aus. Bisschen kalt. Kalter Stahl. Natürlich im Badezimmer ein bisschen Heilung. Ja. Gasherd. Wir können jetzt hier einfach durchrennen, aber ich will mir das hier mal kurz anschauen. Wir können hier einfach dran vorbeifahren. Ich meine, so ist ja nicht. Es ist nur, damit man hier nicht einfach durchheizt. Haben sich ja so eine Barriere, so eine kleine Schleuse eingebaut. Aber die hat uns nicht aufhalten können. Weil wir so gut sind. Und nicht die Leiter rauskommen. Hier. Finden wir genau gar nichts. Manu. So, schnell runter. Hep. Und hier durch. Ah, schön. Hier, ne, die Treppe hoch. Hier ist wahrscheinlich auch genauso wenig. Nein. Oh, Manu. Ah, hier. Huh, ein Leben. Hat sich gelohnt. Macht das Leben lebenswert. Und unser Lebenswert ist wieder auf 100. Fahren wir hier vorbei. Brauchen wir gar nicht zu öffnen, die Schranke. Wenn wir denn nicht hängen bleiben und so schlau hier fahren. Machen wir es so. Tja. Die Straße ist immer noch nicht zu Ende, wie wir sehen können. Hintergrund ein paar Bäume. Ist ja auch immerhin schon mal was. Und eine kleine Kerbe, da sollten wir nicht durchfahren, sonst landen wir gleich im Wasser. Und das möchte ich vermeiden. Na, so. Schon wieder was versperrt. Umgekippter Tanker. Hier so ein Lastdingens gelöt. Machen wir es so. Weil beiseite schieben können wir den nicht. Ach ja. Ach nö. Ich glaube, die kommen hier gleich an. Kann das sein? Ach, guck mal. Gar nicht gut. Aussteigen. So. Zack. Und zack, die Dinger sind ja eigentlich noch das kleinste Problem. Da hinten werden jetzt ganz viele Combine abgeladen. Aber die sind zum Glück noch auf der anderen Seite. Obwohl. Oh Mann. Da sehe ich schon wieder, geht das kaputt. Da. Aber hier können wir nicht durch. Und verhaken uns. Mann, Mann, Mann. So. Na, wo bist du denn? Da. Sonst noch jemand?
Sonst noch jemand? Ich bin gerade in Austeillaune. Dann nicht. Hier ist Energie für uns, die wir sehr gut gebrauchen können, weil wir haben da gar keine von gehabt. Hier ist wieder so ein Auto aufgebockt. Meine Güte. Jetzt hat sich das ausgebockt. Hier Energie. Und nix. Ach, cool. Oh, putzig. Oh, hier wurde getrunken. Ich vernichte die Beweise. Nicht, dass das irgendwie vor Gericht das Urteil ändern könnte. Strom? Strom? Ja, wie gesagt, das Problem bei uns ist jetzt, wir kommen mit dem Auto hier nicht durch. Und gerade bei so einer Straße müssen wir mit dem Auto fahren. Da kommen wir nicht anders lang. Daher müssen wir über diese Stromleitung hier, die führt, hierhin. Was auch immer das für eine tolle Konstruktion ist. Hier ist so ein Ding und hier sind irgendwie keine. Das heißt, wir müssen welche finden. Machen wir das doch mal. Hier ist eine. Zack. Batz. Einmal reingeflanscht hier. Der hat keinen Bock mehr. Jetzt müssen wir nur noch eine weitere finden. Was aber gar nicht so schwierig ist, wenn man hier es weiß. Zack. Nur einfach mal hier alles umkrempeln. Dann findet man das schon. Ah, und das ist fertig. Da hören wir es schon werkeln. Das Tor erhebt sich vor uns. Bahnt uns, ich meine, macht uns den Weg frei. Tja. Aber was uns da erwartet, das kläre ich in der nächsten Aufnahme. Ne, wünsche euch viel Spaß noch. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Hier bei Half-Life 2.